Welcome back, Ladies and Gentlemen. Ich bin Psycho. Ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir befinden uns wieder im Panicor und ihr habt es euch gewünscht, dass ich auch noch die anderen Runden zocke, beziehungsweise auch die anderen Maps. Deswegen begeben wir uns heute in die zweite Map und zwar ins wunderschöne Krankenhaus. Ich schaue mal, ob ich schon ausgewählt. Jawohl, ist bereits ausgewählt. Hier haben wir natürlich wieder ein anderes Monster und die Map ist, würde ich mal sagen, ein wenig umfangreicher. Die anderen Einstellungen sind wie vorher auch. Ich habe praktisch nur ein Leben, wenn er mich bekommt, bin ich tot. Ich bin auf Mittel unterwegs und ja, wir haben hier zwei Möglichkeiten zu kommen. Einmal mit dem Helikopter oder mit dem Fahrstuhl. Auf welche Variante wir gehen, weiß ich jetzt noch nicht, aber schauen wir mal, was wir finden. Dementsprechend entscheide ich dann wahrscheinlich spontan. Die Folgen sollte mal ein Video länger dauern, sagen wir mal 40 Minuten, wird eine Folge 20 Minuten dauern. Gut, kann auch hochgehen bis 25 Minuten, je nachdem, was sich empfiehlt. Aber dann würde ich sagen, wir starten jetzt erstmal. Ach ja. Erstmal das Ganze runterlassen und dann geht's los. Ab ins Krankenhaus. Und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich ein bisschen nervös, denn Krankenhaus, auch gegen dieses Wesen, hat man schon ein bisschen schwieriger, würde ich mal sagen. Okay, hier befinden wir uns. Ihr meintet auch, dass soundmäßig alles in Ordnung ist. Deswegen hoffe ich, dass es heute auch wieder passt. Und ja, dann können wir jetzt eigentlich durchrasieren. Ladies and Gentlemen, zockt das Spiel auf jeden Fall selbst. Ich finde, man gewöhnt sich recht schnell daran, aber gerade die ersten Runden machen wirklich viel Spaß, auch im Koop. Sowohl Koop als auch Solo hat beides irgendwas, wobei es natürlich, wenn man Solo spielt, ein bisschen schwieriger ist. So, und ihr kennt das ja schon, für mich heißt es jetzt erstmal hier. Schauen, dass wir irgendwas finden zu looten, dann wie eine Tür. Diese Map ist auf jeden Fall ein wenig größer. Und dadurch wird es ein bisschen schwieriger. Man hat nämlich auch mehr Dinge, die man erledigen muss, um hier zu entkommen. Okay, hier brauchen wir Schüsse und ich bin auch in die Kommentare durchgegangen. Sowohl Sound als auch Bild passen, meintet ihr. Und mir wurde auch noch gesagt, in der ersten Map, dieser Stromkasten, dafür braucht man das Messer, beziehungsweise man braucht diesen Stromkasten für die Tür, die daneben ist, um diese aufzumachen. Danke dafür, da bin ich irgendwie nicht drauf gekommen. Aber ich habe mich nämlich auch schon öfter gefragt, warum man diese Tür nicht aufmachen kann. Danke dafür auf jeden Fall. So. Und ich frage mich, wo jetzt das Monster ist. Man muss sagen, diese Map ist relativ groß, deswegen ist ein Monster auf diesem Map nicht so dramatisch. Von der Hauptsache, ich fange ja an zu zocken und erstmal Krankenwagen. Geilo. Brechstange, schon mal gut. Was war das für eine Schüssel? Aufzugschüsse. Okay, ich schätze mal, wir gehen Richtung Aufzug. Ich weiß tatsächlich nicht, was wir alles für den Aufzug brauchen. Das ist gerade mein Problem, denn Aufzug haben wir erst einmal gemacht. Oder zweimal sind wir abgehauen. Einmal war das in meiner ersten Runde. Da habe ich gar keinen Plan von irgendwas gehabt. Und ja, jetzt vor kurzem, das war nochmal. Aber da habe ich auch nicht so viel gemacht, da ich die Gegenstände für den Helikopter zusammengesucht habe. Deswegen wird das interessant für mich. Was auch eine kleine Schwierigkeit ist, wir brauchen einen Schalter. Dieser Schalter wird dann letzten Endes entscheiden, ob wir wirklich auf den Aufzug gehen, also Richtung Aufzug oder Richtung Fahrstuhl. Aber schauen wir. Okay, hier können wir auch noch reingehen. Was mir in diesem Spiel, wie gesagt, noch so ein bisschen fehlt, ach ja, die Medikits brauchen ja gar nicht, wären Jumpscares. Schöne Jumpscares hier, die dich... Ja, auch wenn es natürlich doof ist, aber auch zum Schreien bringen können, ne? Halt wirklich erschrecken, damit du vielleicht schreien musst, damit du das Monster aufmerksam machst. Weil das halt einfach... Das würde einfach noch mehr Spaß machen. Und darum geht's ja. Gut, viele würden sich wahrscheinlich drüber aufregen, aber es geht ja um den Spaß und sowas macht Spaß. Gut, außer du bist die Person, die dich erschreckt. Da wird man erst hinterher sich denken, ja, irgendwie war schon witzig. Hohoho. Hey. Bin gerade noch weiter vom Monster weg, deswegen kann ich gerade lauter reden, aber sollte ich in der Nähe sein, dann nicht wundern, Ladies and Gentlemen, wenn ich dann einfach ein bisschen weniger sagen werde. Großer Preis. Ich glaube, er ist oben. Er ist zwei Stockwerke über uns. Man hört ihn so laut. Aber das heißt für mich auf jeden Fall, ich kann hier unten ihn genauer suchen, beziehungsweise ohne, dass ich nervös sein muss.
Notfallknopf für den Aufzug. Er geht wieder, so wie es aussieht. Oder wie es sich anhört. Okay, das ist gut. Also wir haben schon mal den Schlüssel für den Aufzug. Wir haben den Notfallknopf für den Aufzug. Und die Brechstange. Okay, der ist wieder... Der ist immer noch über uns. Problem ist, sollte er mich jetzt gerade hier hören. Und der runter. Und das wäre ungünstig. Aber bis jetzt lebe ich noch. Es hört sich die ganze Zeit an, als ob er runter in unsere Ebene kommt. Und das macht mich so nervös. Okay. Wir arbeiten uns jetzt einfach mal in die Richtung, wo das Monster ist. Entweder ist es immer noch oben oder hier. Denn hier sind Treppen. Hier sind Treppen und wir hören ihn die ganze Zeit hier. Also es könnte auch sein, dass er irgendwann jetzt mal hier die Ebene gewechselt hat und runterkam. Das wäre natürlich ungünstig. Also, ladies and gentlemen, hier brauchen wir jetzt Versicherung und Hebel, okay. Bezogen auf Soundeinstellungen in-game habe ich nichts geändert. Das sind immer noch Default, das sind die ganz normalen Einstellungen, also nichts laut oder leise gemacht. Okay, da hinten ist es. Man sieht diesen Lichtkegel und ganz leicht sieht man das Monster. Okay, da hinten geht's gerade. Es sieht sehr klein aus, aber es ist auch im Arsch der Welt. Problem ist genau da hinten, wo es gerade ist. In der Aufzüge. Und ich muss mal schnell die Beine in die Hand nehmen, denn es kommt in meine Richtung und das gefällt mir überhaupt nicht. Okay. Ich gehe jetzt einfach hier durch. Das Gute ist, ich habe die Map schon ein paar Mal gezockt, deswegen weiß ich so ein bisschen, wo man hingehen muss. Aber, ja. Super. Was mich gerade wundert, dieser Dude ist noch nicht gekommen. Der dann einfach so random labert und die Gegner aufmerksam macht, der kann noch nicht. Okay, der ist am Arsch und der ist auch am Arsch. Wir müssen jetzt einen Aufzug finden, der funktioniert. Super, danke. Der Vorteil in dieser Map ist, ne, man hört gerade das Monster nicht, also ist man so weit weg, dass das Monster dich auch nicht hört. Und man muss natürlich auch keine Angst haben. Das ist kein Risiko, wenn das so weit weg ist. Da finde ich es dann im Koop schon ein bisschen schwieriger, gerade wenn man sich aufteilt, denn irgendjemand muss dann Richtung Monster gehen. So, und hier haben wir... Ach ja, ihr hört es. Es ist relativ laut. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass das Monster es nicht gehört hat. Das wäre so ein bisschen ungünstig. Ach ja, da wir auf den Aufzug gehen, können wir das schon mal fallen lassen. So, dann hoffen wir mal, dass wir den Rest finden. Ich glaube, wir brauchen noch weitere Schlüssel, so Aufzugschlüssel, wenn mich nicht alles täuscht. Und noch einen Bohrer. Aufzugschlüssel. Okay, langsam wird's frech. Langsam wird's echt frech. Und ich sehe schon, am Ende werde ich dann doch den Helikopter nehmen, weil ich dann am Ende alles für den Helikopter habe und irgendwas für den Aufzug noch fehlt. Hier ist alles fresh. Aufzugschlüssel. Ich habe jetzt 3 Aufzugschlüssel. Das kann doch nur ein schlechter Scherz sein, oder? Was hat das Spiel vor? Ich habe hier... Also, ich bin echt verwirrt. Hey. Wieso ist hier die Tür offen? Da waren wir noch gar nicht drin. Na gut, ja. Ah, okay, die ist standardmäßig offen. Okay. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich zu den anderen Aufzügen komme. Es gibt 2 Aufzüge. Auf jeder Ebene einen. Also einmal so ein Pack mit 2, 3. Also 2 und 4, glaube ich. Dafür brauchen wir einen Code. Nichts gesehen oder gehört. Problem ist da, dass ich nur ein Leben habe. Sollte ich mich auch nicht fangen lassen. Aber ich würde euch natürlich auch gerne mal die Monster von nahem zeigen. Wo auch immer er hinläuft. Ich hoffe nicht zu den Aufzügen. Es ist ein bisschen tricky, denn wenn du jetzt zum Beispiel zu zweit spielst, könnte auch einer das Monster einfach ablenken. Ja, ablenken auf eine andere Ebene und fertig. Wenn du Solo spielst, bist du die Ablenkung. Das macht es dann eben ein bisschen schwieriger. Okay, schauen wir mal. Die Aufzüge sind beide put, ne? Ihr seht es? Dann müssen wir auf eine andere Ebene. Okay. Ich überlege gerade, ob wir hier hinten hochgehen sollen. Was mich gerade ein bisschen nervt, ich weiß nicht,
auf welcher Ebene es gerade ist. Weil das ist auch richtig schwer, hier rauszuhören. Wo er gerade ist, also auf welcher Ebene. Ladies and Gentlemen, ich weiß nicht, warum meine Stimme gerade so abkackt. Aber gut, ich werde jetzt mal die Beine in die Hand nehmen, ne? Wir wollen ja hier auch noch weiterkommen. Hier mache ich schon mal zumindest das hier. Ja, ich mache schon mal das Brett weg. Sollten wir dann die Tür finden, können wir dann einfach rein. Oh, da hinten ist er. Oh, okay. Wir geben jetzt einfach mal ein bisschen Gas. Da müssen wir auch noch rein. Also wir wissen, dass wir bis hier hingekommen sind. Also mehr oder weniger wissen wir das. Ach ja, hier ist alles fresh. Okay. Wir sollten weit genug weg sein, dass uns das Monster nicht hört. Da sind nochmal die alten Aufzüge. Und ich laufe jetzt einfach hier durch, laufe nach rechts und versuche da hinten zur Treppe zu laufen. Wo das Monster gerade ist. Was meint ihr? Wollen wir es mal versuchen wegzulocken? Schauen wir mal. Extra für euch. Schaue ich jetzt mal, ob ich es irgendwie anlocken kann. Ist der taub? Okay, gut, dann, wenn er wegläuft, dann nichts dagegen, dann gehe ich abmarsch nach oben. Und weiter geht. Gut, dann ab zu den Aufzügen. Einmal da hinten und einmal weiter links müssten Aufzüge sein. Er dürfte gerade unten sein. Ich laufe jetzt erstmal hier lang. Mein Problem ist eben, ich muss erstmal die Aufzüge finden, beziehungsweise irgendwas Sinnvolles, wo ich meine Gegenstände ablege. Denn sonst wird das ganz... Hallo, Wand. Denn sonst ist mein Inventar gleich voll. Ich weiß nämlich nicht, ob ich jetzt nur einen Schlüssel brauche oder wirklich 3, 4, 5. Was auch immer. Den schauen wir jetzt mal. Bist du der Kaputte? Du hast... Der sah voll normal aus. Okay, also der ist hin. Abmarsch zu den anderen Aufzügen. Und ja, selbst wenn man dieses Game hier schon öfter gezockt hat, man ist immer noch gut verwirrt, wo es hingeht. Das ist einfach der Wahnsinn. Also hier irgendwie eine Ordnung reinzukriegen und sich zu überlegen, wo man schon war oder wo was ist. Und das kann ich mal so einfach. Okay, und sonst. Und das hier ist der Aufzug, der funktionieren sollte. Hier brauchen wir, ne? Hier brauchen wir so eine Rohrzange und hier brauchen wir einen Bohrer. Aber jetzt können wir hier zumindest schon mal die Gegenstände ablegen. Wo ist er? Ey, man hört ihn nur und man wird nervös. Das ist doch Wahnsinn. Aber wie gesagt, jetzt zieh mal die Beine in die Hand. Sollte er kommen, muss ich weglaufen. Yay, ich freue mich jetzt schon. Man hört ihn nur, man wird nicht Alter. Nervös. Das ist doch Wahnsinn. Gesagt, Kollege, schön, dass du da bist. Freut mich. Ficky, 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 Ficky. Geh mal weg, geh mal weg. Er kommt vielleicht. Ich glaube, die Dinger sind dafür da, um das Monster anzulocken. Ich weiß es gerade nicht. Er klingt nah. Ich will jetzt gerade nicht rausgehen. Wer schon mal das Spiel gespielt hat und von diesem Wesen weglaufen musste, wird verstehen, wovon ich rede. Da rutscht einem erstmal das Herz in die Hosen. Aber ich find's immer noch... Ich find's geil. Diese Mechanik, dass da so ein Dude spawnt, der irgendwas sagt, was du gesagt hattest. Finde ich mega. Aber, na, deswegen doppelt gemoppelt. Besser die Klappe hält, desto weniger sagt er auch. So, by the way, mit den Seitentasten der Maus kann man sich auch so zur Seite lehnen, was ziemlich random aussieht, aber eigentlich eine geile Mechanik ist. So. Ich hoffe, er ist jetzt zwei Ebenen unter mir. Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht. Wir wissen es nicht. Das war verdammt knapp. Genau hier bin ich schon mal verreckt.
gerade ein kleines Problem. Er geht nicht weg. Er kommt irgendwo da hinten. Irgendwo in der Nähe von diesem... Gefällt mir gerade gar nicht. Merkt, ich bin hier solo. Und es geht auch nur weiter, wenn ich sozusagen weitermache und weitergehe. Deswegen ist das gerade... nicht kontraproduktiv. Ich schaue mal, ob ich irgendwas machen kann. Und ich weiß nicht, inwiefern der Ziegelstein hilft. Versuchen, hier reinzukommen. Okay. Jetzt geht's endlich weiter. Alter, verdammt. Ja, ein bisschen kontraproduktiv, dass das Monster hier in der Nähe ist, aber mein Gott. By the way, wenn ihr höheren Schwierigkeitsgrad zockt, dann liegt dann die Monster schneller. Die hören auch besser, sprich, diese Gegenstände hier machen Geräusche. By the way, hier Sicherungen für die eine Tür. Und, ja, also man muss dann auch aufpassen mit Looten. Wenn du sehr schnell nach hinten losgehen. Türschlüssel. Okay. Ah, ich dachte mir gerade schon, ich höre doch hier wieder was reden. Wo ist er? Auch immer der Dude, der gerade redet. Vielleicht ist er so über oder unter mir. Weil vielleicht eine andere Ebene ist. Das wäre super. Noch ein Türschlüssel. Okay. Ja, dann wird das Monster auf nach oben hier locken. Hätte ich nichts dagegen. So, also wir brauchen Bohrer und wir brauchen. Krampf. Das ist doch. Ey, Wahnsinn. Dabei schreibt mir auch gerne noch mal in die Kommentare, ob ihr lieber die Videos uncut haben wollt oder gecuttet. Denn ich finde das auch ganz... Also gut, wenn man selber spielt, finde ich es allein schon interessant, wenn man hier durchgeht. Man weiß, Monster ist irgendwo in der Nähe. Aber wenn man zuschaut, könnte es vielleicht ein bisschen nervig sein oder ein bisschen langweilig oder was auch immer. Schreibt gerne damit in die Kommentare. Und er ist über mir. Und hier, ne, kann er schlecht sein. So. Ich packe hier meine Sicherung hin. Türschlüssel, Türschlüssel und den Ziegelstein. Ziegelstein könnte ich vielleicht später nochmal gebrauchen, aber vorerst brauche ich ihn nicht. Sagte er und starb. Nein! Oh. Ja gut, Ladies and Gentlemen. Ich wollte euch scheinbar heute ungewollt zeigen, was passiert, wenn dich ein Monster kriegt. Jedes Monster hat so eine minimale Animation, also wirklich dramatisch ist es nicht. Beim ersten Monster konnte ich es euch leider noch nicht zeigen, aber wenn ihr Bock habt, können wir gerne da auch nochmal reingehen. Ich habe es jetzt leider nicht geschafft. Ich bin am überlegen, ob ich übermorgen eine Revanche nochmal im Krankenhaus oder in die nächste Map, aber ich glaube, ich versuche erstmal eine Revanche. Und gut, schauen wir mal. Ich überlege es mir, wie gesagt, noch, aber... Gut, waren jetzt noch nicht mal 20 Minuten, das ist sehr, sehr schade, aber die Runden können lange dauern. Gerade wenn man solo ist, dauern sie natürlich noch länger, aber wenn ihr zu dritt, zu viert seid, dann geht das Ganze ein bisschen schneller, je nachdem, wie eure Absprache ist. Aber jetzt habt ihr es gesehen, wie schnell es gehen kann, dass man stirbt. Ja, mein Problem war wirklich, ich hatte mein Ziegelstein nicht dabei und habe davor geredet. Das war auf jeden Fall kontraproduktiv, aber Schokolade. Wie gesagt, so habt ihr jetzt auch mal gesehen, wie ein Tod aussieht und ihr habt das Monster auch mal so ein bisschen von nahen sehen können, auch wenn es stockdunkel war, aber das ist komplett, ja. Es ärgert mich, aber ich bin trotzdem durchgeschwitzt, deswegen ist es nicht verkehrt, dass jetzt schon die Folge vorbei ist. Ladies and Gentlemen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.